95 Starter bei den Herren allein mit dabei gewesen. Das unterstreicht die Qualität und die Auswahlmöglichkeiten für den Sprinttrainer, für Ulf Morten-Ohne. Der ist einer der wenigen dieser Revolution, die jetzt ansteht im norwegischen Team, weil man natürlich neidisch ist auf die Schweden, die jetzt im zweiten Halbfinale sicherlich mit Björn Lind, das ist der Sprint-Weltcup-Führende, ihren aussichtsreichsten Start erstellen. Odd Bjørn Hjelmeset seit 98 bei allen Großereignissen mit einer Medaille, außer eben 2006. Jens Arne Svartedal, auf den setze ich bei den Norwegern, hat gestern den Verfolger extra ausgelassen, ist auch der Geheimtipp von Jochen Behle gewesen, allerdings nicht ganz so stark. Das ist der Größte im Feld, das ist Trond Iversen, fast 2 Meter, ein Hühne, wie man überhaupt sagen muss, das in den Sprintkonkurrenzen eindeutig, auch wenn Sachen Zentimeter zugelegt wurde. Und das ist der überragende Mann der Saison, Björn Lind, in diesem Jahr immerhin schon mit 3 Einzelerfolgen in Novo Mesto, in Otepää und in Davos. Otepää sicherlich die herausragendste Vorstellung. Andrew Newell beim Stadtsprint in Fischen beispielsweise vorne und Tobias Fredriksen. Für ihn auch ein super Winter mit Gold im Teamsprint und mit Bronze in der Sprintentscheidung bei den Herren. Wie schon bei den Damen auch hier das zweite Halbfinale stärker besetzt. Svartedal schon in vielen Sprintentscheidungen ganz vorn dabei gewesen, ist ja mehrfacher Weltcupsieger, ein Mann, der die klassische Technik liebt, der allerdings wie so viele in diesen Tagen hier mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. Und auch Björn Lind, auf den trifft das zu, der am Ende bei den Sprints im Borlänge am Dienstag noch froh war, dass er überhaupt in das Finale hineingekommen ist und am Ende dort in der Entscheidung gar nicht mehr eingriff, sondern nur noch versuchte, sozusagen die Kräfte zu schonen. Heute geht es ihm etwas besser, sagen die Schweden. Allerdings richtig gut geht es ihm auch noch nicht, sagt Inge Broughton. Also sie sind froh, dass er mit dabei war, aber er hat im Viertelfinale und auch im Prolog einen starken Eindruck hinterlassen, auch wenn jetzt im Moment der Rennverlauf absolut dagegen spricht. Hinten sind die Schweden, das war die überragende Nation bei den Sprintentscheidungen. Doppelgold im Teamsprint bei den Damen und bei den Herren. Gold für Björn Lind im Sprint und wie gesagt Tobias Fredriksen mit Platz 3. Das sind die beiden, die im Moment ganz hinten laufen. Sie versuchen es genau wie die Norweger hier mit glattgewachsten Ski, gar nicht mit Stieg untergewachst, durchzuschieben. Aber die Norweger haben sich besser auf diese Entscheidung eingestellt, offenbar. Hatten 10 unter den ersten 12 im Prolog. Eine solche Dominanz gab es im gesamten Weltcup dieser Saison noch nicht, wie jetzt bei dieser insgesamt 21. Station. Die Schweden sind weit weg, vorn die norwegischen Meisterschaften. Jens Arne Svartedal, der Geheimtipp des Bundestrainers von Jochen Behle. Oh, da hinten ein Sturz. Einen der Norweger hat es erwischt, aber nicht Svartedal. Iversen könnte es gewesen sein, weil wir gleich sehen, denn die Kamera ist jetzt im Moment weit, weit weg. Und genau so ist es, ihn hat es erwischt. Passiert natürlich immer wieder in diesen Sprintentscheidungen, macht das Ganze für den Gestürzten nicht besser, macht es aber für die Leute, auch wenn er hier der Local Hero war aus Drammen, natürlich noch spektakulär. Jetzt die Entscheidung auf den letzten Metern und die Schweden kommen mit Lind noch einmal auf. Svartedal ist in der besten Position. Fredriksen und Lind, Lind jetzt schon weit zurück, hat weggeschenkt. Fredriksen versucht noch anzugreifen, vorn, das ist Jens Arne Svartedal. Genau die Entscheidung für ihn vor Odd Bjørn Hjelmeset, ein bisschen überraschend, aber ich hatte es gesagt, man muss dazu wissen, dass die Schweden hier mit Problemen in dieses Rennen hineingegangen sind und dass die Norweger sich optimal vorbereitet hatten, das beste Material ganz einfach für diese Entscheidung gehabt haben, hier in weiten Teilen schon im Prolog mit Skating-Ski gelaufen sind, die sie glatt gewachsen hatten, gar keinen Stieg unter die Ski gelegt hatten und nur mit der bärigen Armkraft, wie hier zu sehen beim Sieger dieses Halbfinales, wie bei Svartedal, sich dann in das Finale hineingebracht haben. Also, noch einmal Norwegen in das Finale hinein bei den Herren.
Das ist natürlich versöhnlich nach den Rennen von Italien für die Norweger hier vor dem großen Abschluss der Saison.